Und das war Beyond Two Souls. Ein richtig krasses Spiel. Das muss man an dieser Stelle definitiv sagen. Jetzt noch, um nochmal aufs Ende zurückzugehen. Wir haben das, das Jenseits gewählt. Einfach aus dem Grund, weil es auf der Welt in meinen Augen nichts mehr gab, was uns hätte halten können. Und da unsere Liebsten eh auch im Jenseits waren, habe ich Jenseits gewählt. Ich glaube, Leben hätten wir auch noch einiges reißen können. Aber wir haben noch gesehen, dass das kleine Mädchen, welches geboren wurde vor längerer Zeit, dass sie anscheinend auch eine Kraft besitzt. Aber eine anscheinend viel stärkere Kraft als Aiden war. Aiden im Übrigen war der Bruder von, also der Zwillingsbruder von Jody, der allerdings bei der Geburt gestorben ist. Und deswegen war er permanent an ihrer Seite. Also es war jetzt nicht irgendwie ein Geist, so ein Böser, der an ihrer Seite war, oder ein guter Geist, sondern es war tatsächlich ihr Zwillingsbruder. Gut, dass das geklärt wurde am Ende noch. An sich fand ich das Spiel sehr, sehr geil. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass die Entscheidungen, die man getroffen hat, nicht sonderlichen Einfluss genommen haben auf die Story. Also jetzt nicht so stark wie bei Heavy Rain. Weil da hat er, glaube ich, wirklich jede einzelne Entscheidung irgendwie das komplette Spiel verändert. Und hier waren es halt nur so die großen Hauptentscheidungen. Wie jetzt zum Beispiel am Ende, ob man jetzt das Jenseits wählt oder Leben. So. Ansonsten fand ich es in Ordnung. Auch das Kampfsystem mit dem Ausweichen, wo man dann kurz in Slow-Mo alles sieht und dann mit dem rechten Stick zur Seite gehen musste oder sowas. War auch richtig, richtig geil. Ansonsten bleibt nicht viel. Grafik war natürlich ausgezeichnet, auch die ganzen Orte, die wir begangen sind oder sonst was, waren auch richtig geil. Also sah alles sehr schön aus, man hat die Atmosphäre gespürt, man wusste auch immer, wenn Gefahr war, so das Spiel hat alles sehr, sehr gut rübergebracht. Und in meinen Augen ist es wirklich ein ausgezeichnetes Spiel. Das Ende lässt mich jetzt nur vermuten, dass wahrscheinlich auch ein zweiter Teil noch erscheinen wird, worüber ich mich persönlich sehr, sehr freuen würde. Wahrscheinlich erscheint es dann auch alles natürlich für die Next-Gen-Generation, also PlayStation 4, in dem Fall, da Beyond Two Souls ja von Sony entwickelt wurde. Oder Sony ist der Publisher oder sowas, deswegen wird es nur für die für die PlayStation erscheinen. Ich würde mich freuen, wenn es einen zweiten Teil gäbe. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal schnell bei allen, die zugesehen haben. Ich hoffe, euch hat das Let's Play mindestens genauso gut gefallen wie mir. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ende fandet. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Let's Play. Also dann, haut rein!